Sie hatten heute gleich zwei Fahrer mit in der Spitzengruppe. Wie zufrieden sind Sie mit dem Rennen? Ich sag mal zweigeteilt. Der Anfang war gut. Das haben wir auch so vorgenommen, dass wir uns zeigen, dass wir das Rennen offensiv gestalten. Das ist uns gut gelungen, denke ich mal. In der zweiten Hälfte haben wir durch Defekte und Stürze ein bisschen Pech gehabt. Somit haben wir mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun gehabt, was natürlich wir nicht vorgehabt haben. Also wir wollten auch im Finale nicht die bestimmte Mannschaft sein, aber zumindest mit ein, zwei vertreten sein. Aber da hatten wir eben durch die Ausfälle von Reto Hollenstein und Timon Seubert bis auf Jérôme Bonnier keinen Mann mehr vorne. Was sicherlich für das große Feld oder relativ große Feld zum Schluss noch gesprochen hat, war das gute Wetter. Wenn hier Regen, schlechtes Wetter, wäre es sicherlich mehr selektiert worden. Aber für die Fans war es natürlich großartig, die Runde. Ja? Und ich denke, dass das auch die Zukunft ist im Profiradsport, große Rennen auch auf Zielrunden zu beenden, weil einfach der Zuschauer näher am Rennen ist. Was nehmen Sie jetzt für Ihre Mannschaft mit Richtung Roubaix? Zuerst müssen wir mal die Wunden alle pflegen und wir fahren am Mittwoch nach Scheldepreis. Und dann gehen wir noch ein paar Tage nach Frankreich zum Trainieren auf den Pavé-Sektoren. Und dann bin ich ganz gute Dinge für Sonntag.